Baron von Lesen, gnädige Frau. Oh, gnädiger Herr. Verzeihen Sie der Aufmachung, ich meine meinen Aufzug. Keine Ursache, Frau. Matt, Herr Baron, Helene, Matt. Sehr schön, Frau Matt. Und Sie sind nun also die neue Frau Ladenbesitzerin. Ja. Neben dem neuen Haus, dem Laden, standen sieben Eichen. Ja, von wegen! Du hast den Ofen nicht ordentlich vorgeheizt! So, Mensch, wo hast du überhaupt heute Nacht wieder umgetrieben? Ach, sag mal, bin ich ein Kindermädchen oder eine Backkraft, hä? Ja. Nun war ihr da. Geschäftsgetriebe fett. Hm. Anka! Anka! Was ist denn? Herr Amtsvorsteher, die paar Heringe werden wir doch wohl unter unsere 500 Postdommer aufgeteilt kriegen. Wir haben 511 Einwohner, Frau Matt. 511. Ja, und 513 Heringe. Exakt. Also erhebt sich doch die Frage, was mit den überzähligen Heringen geschehen soll, Herr Rake. Die Frage kann sich wieder setzen. Die essen wir jetzt auf und dann sind sie weg. Wieso müssen wir uns eigentlich vor der Mittagsfrau hüten? Wenn Sie zwischen 12 und 1 am Laden am Felde vorbeikommen? Ah, das sieht so furchtbar aus, dass eben der Schreck in die Beine fährt und man nicht mehr weglaufen kann. Und dann nimmt sie ihre riesige Sichel und schneidet euch den Körper ab! Ja, doch, mit deinen Gewäschen. Wie sieht denn die aus, Großvater? Ja, schon Gott sei Dank noch nicht mehr sehen. Schneeweißes Kleid mit Kapuze, hat pechschwarzes Haar und ein Pferdefuß. Aber die schrecklichste soll der Sensor und der blutige Sack mit den Köpfen sein. Und je näher sie dir kommt, desto größer wird sie. Kann man denn nicht fortlaufen vor ihr? Mal fahrt aber nicht vor zur Wirkung. Ah, Mutlum? Nee, die holt ihr immer wieder ein. Aber wenn du ihr eine Stunde lang was erzählen tust, kannst du dir vor ihr retten. Da hat sie keine Macht und muss da ziehen lassen. Jetzt hört nicht auf, euch ihre Geschichten zu erzählen. Sorgengewäsch. Oh, aber was sollt ihr denn eine Stunde lang erzählen? Muss dir was einfallen lassen. Jung, ganz gut. Du willst doch ein Dichter werden? Willst du? Zu Hause ist zu Hause. Die Mutter steigt in die Lustbarkeit ihres Feierabends und zählt das Geld aus der Ladenkasse. Sie spricht nie von Einnahmen. Sie spricht stets von Verdienst. Ihr Gesicht rötet sich. Das mit Zahlen bedruckte Papier wirkt auf sie wie die bedruckten Buchseiten dieser Hedwig-Romane. Deine Hand ist bäuchlings so trocken. Ich liebe das. Bäuchlings? Ja. Was einen Rücken hat, das hat auch einen Bauch. Esau, hast du denn an mich gedacht? Ja, ich habe an dich gedacht. Das will ich meinen, ich war überzeugt, dass du an mich denkst. Oh, da muss ich mich jetzt wohl schämen, oder? Das dafür, dass du es verschwiegen hast. Und das ist dafür, dass du mich eingeladen hast. Und das war dafür, dass ich es hingenommen habe. Reis.
Esau, fändest du es unzumutbar, wenn ich es mir bequem mache? Nee, ist zumutbar.